Hallo und willkommen zu meinem nächsten FIFA 20 Video und heute mal ohne Facecam, weil es schnell gehen muss. Ich habe 18 Packs für euch, damit das Video auch noch an diesem Wochenende online kommt. Die Zeit ist leider im Moment begrenzt, deswegen auch nicht so viele Videos. Hier im Schnellüberblick einmal kurz die Packs. Ich glaube, es sind noch wieder ein paar Android Packs dabei. Fangen wir natürlich wie gewohnt mit den schlechten Packs an und machen dann mit den guten Packs weiter. Wäre halt cool, wenn ich mal wieder eine gute Karte ziehen könnte, weil ich bräuchte halt welche, damit ich wieder gute SBCs machen kann, weil da sind einige tolle, die ich noch machen will, aber keine Coins mehr und ja, keine wirklichen Möglichkeiten, die zu machen, weil ich nichts mehr im Verein habe. So, das kommt alles dahin. Ich hoffe, man hat verstanden, was ich sagen wollte. Rest wird abgestoßen. Ja. Weil ich auch noch nicht so im Flow bin dieses Jahr bei FIFA 20. Ich habe noch kein wirkliches Team gekauft, nicht gebaut, weil ich noch nicht so viel gespielt habe und habe da natürlich immer schön verloren. Und hier kommt dann einer. Ein 82er. Ja, sehr gut. Weil man will ja trotzdem ein bisschen spielen, ein bisschen das Spiel testen, aber es läuft noch nicht so ganz rund. So. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob ich die weggegeben habe oder nicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Egal. So, was haben wir noch? Prime. Bonus Gold Pack. Okay, wieso habe ich das? Ich weiß es nicht. Von dem Login-Bonus bestimmt, wo man sich, wenn man sich täglich einloggt in die App, dass man das bekommt. Aber hier kann ja eigentlich nicht Gutes drin sein, genau. Weil da sind ja nur 4 Objekte drin. Aber durch Abstoßen kriegen wir auch ein paar Coins und ja, wir kriegen 30 Coins. Wow, für 3 Trikots, die ich nicht sammle. Genau, schreibt es mal in die Kommentare. Sammelt ihr alle Trikots, sammelt ihr alle möglichen Objekte im Verein oder stoßt ihr auch alles ab, so wie ich, was ihr nicht braucht. Und dann gucken wir mal. 7 halber. Ja, ich glaube, das geht diesmal schnell, das Video, mit 18 Packs. Wenn ihr nicht mal irgendwas kommt, was mich anhält, die Animation lange laufen zu lassen. Genau, so. Abstoßen. Und dann. Ja, man sieht es ja. Ich habe schon darauf angedeutet, ich habe noch nicht so viel gespielt. Ich habe noch nicht so viel gewonnen. Die Form muss noch gefunden werden. Das perfekte Team muss noch gefunden werden. Ja, bei mir ist es dieses Jahr ein bisschen, glaube ich, verzögert. Weil ich noch keine gute Karte gezogen habe, die es mir erlaubt, weil ich alles Free-to-Play mache und wenn man nicht viel spielt, dann kann man auch nicht bessere Teams kriegen, so wie ich. Muss man halt hoffen, dass man eine gute Karte zieht aus den ganzen SBCs, die ich mache, um dann daraus ein gutes Team zu bauen oder sonstiges. Denn es gibt ja auch im aktuellen Team of the Week einen von Gladbach, dem Player, den hätte ich gerne gehabt, aber mal schauen, ob ich den noch kriege oder nicht, weil aktuell hatte ich keine Coins für den und ich will ja noch ein paar SBCs machen, wo man coole Spieler bekommt. Zum Beispiel Pischcheck oder Puki kann man noch machen, aber dafür braucht man Coins, weil ich nichts im Verein habe. Oder ich muss gute Sachen im Verein ziehen, dass ich damit aus dem Verein bauen kann. Weil hier zum Beispiel zwar gut, sind aber auch leider 3 Silberspieler dabei und man braucht bei Puki 82er Rating. So, die sind zwar nicht so teuer, aber ja, man braucht halt Rating. Und wenn man einige kaufen muss, viele, dann hat man halt nicht das Geld dafür. Es kommt aber hier, yes, es ist auf jeden Fall schon mal einer von, was, okay, ich wollte schon fast sagen Dybala, aber nein, es ist Higuain. 85er, okay, solide, irgendwie, keine Ahnung, wie man das nennt. Wir können es ja sagen, wenn da die Flagge kommt, kommt die Flagge und wenn ein Walkout kommt, kommt ein Walkout. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht bei anderen so viel reingeschaut, wie die das bezeichnen, wenn die was Gutes ziehen. Das war aus dem 2-Spieler-Pack hier, ne? Genau. Die kriegt man ja irgendwie untrade, hat man die bekommen für irgendwelche Aufgaben. Ich glaube, die sind sogar untrade. Schauen wir mal. Aber argentinische Flagge. Und es leuchtet wieder heftig. Es leuchtet wieder heftig, aber es ist nur Sanchez. Aber den kann ich ruhig getrost abgeben. Ich habe nämlich mir da seine Watch-to-Watch-Karte besorgt. Man konnte nämlich zwischen Sanchez und Mkhitaryan wählen und ich fand irgendwie Sanchez besser. Ihr könnt ja mal schreiben, falls ihr es gemacht habt. Wen habt ihr gewählt? Ich weiß, es ist schon ein bisschen länger her, aber jetzt, wo ich gerade 20 ziehe, fällt mir das auf. Und hier geht es wieder weiter mit schön viel Funken. Tschechien, Stürmer.
Es ist ein Inform, ja, ich wusste nicht, wer bei Tschechien als Flagge kommen kann. Mein zweiter Inform. Team of the Week, aber ich ziehe nur so Lappen, ne? Ich ziehe nur so Lappen-Informs. Nur so. Aber die kann man später gebrauchen, die sollte man nicht wegschmeißen. Oh! Mathe, die 85er, das war auch solid, aber war. Ja, ich hasse das, wenn die immer kommen. Egal, egal. Okay. Geil. Inform gezogen. So. Was haben wir noch so Feines? Ja, machen wir hier die Jumbo-Packs. So, gucken wir mal, was es wird. Auf jeden Fall ab durch die Tür. Es leuchtet wieder. Es wird wieder eine schöne Karte. Ein Innenverteidigung, aber das ist nicht so den Berauschenden, den wir brauchen. Wenigstens Rating könnt ihr mir gönnen, oder? Wenigstens Rating könntet ihr mir gönnen. So, ja, die Verträge, wenn wir die verkauft kriegen, die Fitnessobjekte und so, habe ich ja wieder ein bisschen Coins, die ich wieder benutzen kann. Ah, okay, einen doppelten Spieler. Genau, das ist auch wichtig für die Aufgaben. Da kriege ich auch Punkte und kann in der Season aufsteigen, wenn ich genug Spiele angeboten habe auf dem Transfermarkt. So. Machen wir erstmal das hier, weil hier drei seltene drin sind. Dieses ist, glaube ich, sogar ein Trade. Jumbo Gold Pack 26 Objekte. Und wenn da was Krasses rauskommt, ist auch cool. Auch wenn es Untrade ist, kann man es leider nicht verkaufen. Und es wird Frankreich. ZOM. Ja, das ist bestimmt ein guter Inform, oder? Ja, 82er Inform. Ja, es läuft heute, es läuft heute. Team of the Week. Mollet. Mollet. Ich hoffe mal, den Jungen spricht man so aus. Cool. 80er, ja, das Rating ist okay. Was haben wir denn hier? Das ist Untrade, oder? Ich will nur mal kurz gucken. Ja, ist Untrade, okay. Das heißt, wir könnten den theoretisch für irgendeine SBC, wo es gefordert ist. Wo es gefordert ist, könnte man den. Ach komm, wir aktivieren unsere Heimstätte mal. So. Genau. Könnte man ja, wie gesagt, den Inform benutzen für eine SBC, wenn das gefordert ist. Und der hat sogar gutes Rating. Das heißt, 82er ist immer gut. Wenn für die Teams dann 83er, 84er gefordert ist, ist das okay. Solide. Und was kommt hier wieder raus? Hier kommt leider kein guter Spieler raus. Inter Candreva. Der hat echt abgebaut. Der hatte mal ein besseres Rating, wenn ich mich richtig erinnere. Aber macht ja nichts. So, was haben wir hier noch so Feines? Ja, die Managerverträge muss man ja leider im Moment verwahren, weil man ja jetzt verpflichtet ist, mit Manager zu spielen, was ich natürlich total Bullshit finde, aber ja, so ist das nun mal. Und ich habe mir einfach einen gegönnt, der aber bei Manchester United gar nicht so gut ist, weil die schlecht sind. Die anderen waren mir zu teuer, Klopp oder so, halt die sympathischen Trainer, aber ja, der war, ist mir auch sympathisch, aber er bringt halt nichts bei Manchester United aktuell. Und England. Innenverteidigung. Man City ist irgendwas Heftiges. Stones. Okay. Der ist aber gut zum Abgeben. Das ist gut. Da muss ich schon mal keinen 83er kaufen. Für Pukki. Milner. Wunderbar. So soll es doch laufen. Na, die wollte ich nicht hin tun. Die brauche ich ja. So. Die Sachen kann ich auch alle abgeben. Ich weiß noch nicht, ob die sich verkaufen. Wir schauen einfach mal später offscreen, oder ich beziehungsweise ich schaue mal später offscreen nach. So, wir sind jetzt noch bei 5 Packs. Okay. Was haben wir noch krasses? 6, 3. Machen wir mal das hier. Was ist da drin? Machen wir die, das sind 25 Packs. Die sind weniger wert. Aber meine Ausbeute aus wenigen Packs ist wieder mal optimal. Und es wird irgendwas krasses, glaube ich. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Nee, okay. Sah nur so komisch aus. Die Tür sah so komisch aus. Aber 82er. 82er Rating ist immer top. Genau. Mal gucken, ob ich Piss-Check hinbekomme. Wir schauen mal. So. Weg damit. Weg, weg, weg. Den Rest behalten wir. Abstoßen. Und dann schauen wir mal. Nächste 25k-Pack. Ja, die Packs gehen hier schnell runter. Das ist so. Ja, die Tür sieht einfach nur anders aus, weil es irgendwie ein anderes Pack ist. Deswegen habe ich mich gerade verguckt. Aber hier kommt auch wieder kein guter. Giroud kann man auch abgeben.
Ist halt leider, ist zwar ein guter Stürmer in echt, aber ist leider hier in FIFA technisch viel zu langsam. Aber hat 82er Rating, was natürlich optimal ist. So, dann haben wir das auch erledigt, das abgestoßen und dann schauen wir mal, was uns hier sonst noch so erwartet. 3, 12, 12, 12, okay. Ich glaube, das eine ist sogar ein 50k-Pack, wenn ich das richtig gesehen habe im Überblick. Kurz, hier sieht man nämlich eine gelbe Tür und die andere war eine schwarze Tür. Warum auch immer, das hat mich ein bisschen irritiert. Aber okay, wir haben hier Herrera. Okay, der hat sich total verändert. Der sah immer anders aus. Oh, das ist ein falsches Bild. Was haben wir hier? Ganz viel Silberzeug, ja. Okay. Und dann machen wir das. Ah, das ist einfach nur mein Vorbesteller-Pack. Okay, ich wollte schon sagen, das ist kein 50k-Pack. Aber sonst wäre es ja da irgendwie da neben den anderen 25k-Packs gewesen. Aber okay, musste ich auch noch ziehen heute. Und England. Innenverteidigung, wieder Stones. Wieder Stone. Nein. Nein! Was ist das denn hier? Dank. Ah, nächste Info. 82er Rating. Ey, geil. Es hagelt Informs. Das freut mich. Also. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatte ich noch nie so viele Informs zu dem Zeitpunkt wie jetzt. Aber okay. Das ist okay, das ist solide, das ist geil. Und dann jetzt nochmal das letzte Pack. Last Pack Magic. Was kommt raus? Kriegen wir nochmal was Cooles? Kriegen wir nochmal eine Flagge? Yes, Serbien. Matt, Stürmer. Wieder Inform. Nein, Madrid. Jovetic, Jovetic, hey, er hat nur 83, aber egal, Jovetic ist ein guter Spieler. Und er spielt bei Real Madrid jetzt, geil. Okay, guter Abschluss, würde ich sagen. Dann schauen wir, was wir noch in dem Pack drin hatten. Und dann verabschiede ich mich von euch, hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.